Warum sind die ganzen Viecher voller Wasser? Achso, ich hab Regen. Weil es aus. Regnet. Ja, ich hab. Wir haben einen Eimer. Und das nach ganzen 3 Stunden Spielzeit. Juhu. 1,63. Ich hab keine Lust. Du bist doch noch nie im Leben 1,77 jetzt. Hast du noch wieder so einen Schub gemacht? Ja gut, ich habe dich jetzt schon, ich glaube, ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Boah, Pubertät bei Jungen, schlimmste Zeit der Welt. So, was kann ich denn noch für schöne Quests machen, die überhaupt nichts bringen? Hey, wir könnten Steam Age anfangen. So. Ach stimmt, die Flint Multisaw wollte ich noch machen. Flint, Steine und ein paar Werkzeuge, okay. Das gibt zwar jetzt hassen, aber es wird. Flint, was denn? Hat er zwar nicht gesehen, aber. Doch, hab ich. Was hast du getan? Ja, ach so, weil das schneller geht, ja gut. Viel schneller. Die Dampfsachen sind lustig, ja. Die sind extremst lustig. Da wird Tom sich schon drüber freuen. Was? Steam Age. Ach so. Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, plus mehr. Ach, jetzt die. Gott, wenn ich die Farbe schon sehe, qualmt mir alles. Ja, dieses Orange ist echt ein bisschen nervig, nennen wir es mal so. Vor allem, wir haben noch nicht mal mit Age 0 angefangen, oder sollen schon mit Age 1 anfangen oder was? Hä, wieso? Wir haben doch Age 0 schon. Wir haben sogar minus 1. Nee, an 0. Minus 1 so. Ist dieses Logistikkram. Das stimmt, stimmt. Das sehe ich jetzt erst. Ich war in der falschen. So. Falsche Kiste. Age. Wolltest du das Multiding nicht schon vor einer Stunde? Ja, ungefähr. Da saß da kleine Blöcke hinter die Maschinen setzen, ganz genau. Macht der Wasserdampf den Schaden, wenn du den abbekommst? Ich glaube, der kann gar nicht rauskommen. Und wenn doch, explodieren die Maschinen, dann hat man andere Probleme. So. Multiding. Ein paar Sticks brauche ich noch. Warum haben wir nicht hier noch eine Kiste drin, ne? Wenn wir hier extra Holz verstehen haben. Das kann ich dir nicht bauen. 2 gebrannte Steine. Wie kriege ich denn die Stone Rods? Achso, okay. Und einmal die Multipart-Säge. Das nächste Werkzeug. Warum kann man denn aus dem Apatit keine Werkzeuge machen? Davon haben wir so viel. Bitte? Warum man aus dem Apatit keine Werkzeuge machen kann? Ah, keine Ahnung. Oh, kann da was explodieren? Zeig mal. Nein, nein. Mach ich nicht. Irgendwie macht das gerade richtig Laune, wenn ein paar Leute da sind und ein paar schreiben. Ja. So. Kannst du mal mit Jenny zusammen streamen? Haben wir ab und zu schon mal gemacht. Wir haben 7 Days beispielsweise zusammen gestreamt. Apropos 7 Days. Plüschi, hast du endlich Anno dir geholt? Erstmal die wichtigen Dinge. Soll ich wieder gehen, damit du wieder Ruhe hast? Nee, bitte nicht. Also, es ohne Scheiß, es bringt. Also, ich habe mehr Motivation zu streamen, wenn 1-2 Leute ein bisschen mitchatten, als wenn ich 200-300 Leute im Chat hätte, also zuschauen würden. Muss ich ehrlich sagen. Zwar ist es teilweise ein bisschen anstrengend zu denken und gleichzeitig da die ganze Zeit zu reden. Aber ich sag mal, das ist man bei mir bei der von den Let's Plays da eh schon gewohnt. So. Bronze, Chest und Drum. Sind 16 Bronze. 17, 18, 19, 20. Ach du Schande. Und nochmal 4. Oder? Ja. Ich brauche 24 Bronze. Ich habe 4.
Kann, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Also wenn du Werkzeug brauchst, musst Bescheid sagen. Ich habe das alles im Inventar. Ja. So, das sollten jetzt eigentlich dann genug sein. Nein, natürlich nicht. Wir haben nicht genug Kupfer. so, das kann ich einschmelzen. Das kann ich einschmelzen. Das kann ich einschmelzen. Das auch passt. So. Ach, ich könnte ja auch langsam mal eben gucken, ob man das vielleicht verdoppeln kann. So, das kann man nicht verdoppeln. Das heißt, das kann da rein. Das kann man auch nicht verdoppeln. Das kann man auch nicht. Krieg ich mal den Eimer. Hier. Willst du einmal ein paar Sachen gießen? Ich wollte die Lava reinpacken. Ja, darfst du liebend gerne machen. So. Erzähl mal, kann ich ja schon von 7 Days oder der Anno-Runde, wo ich voll Militär gegangen bin und du null, ja, ganz genau, ein paar Witze erzählen. Ich kenne keine Witze. Anno ist mir zu ruhig. Ja, gut, es ist, wenn man halt nicht darauf abfährt, sage ich mal, ist das wirklich ein bisschen sehr ruhig. Aber andersrum kann es halt auch interessant sein, sagen wir es mal so. Es kommt halt wirklich drauf an, was man bevorzugt. Was ist in dem Modpack die erste Energiequelle für Maschinen? Steam würde ich auch sagen. So. Das Kupfer ist durch. Habe ich dir den Mortar gegeben oder habe ich den kaputt gemacht? Wahrscheinlich kaputt gemacht. Den hat er aber haargenau gepasst. Mit der Menge. Ja, hat ich wirklich. Ich hole mir erstmal was zu trinken, sonst verdorst ich ja noch. Ja, mach das. So, ernsthaft, du kennst keine Witze, doch, aber keine, die für dein Alter gedacht sind. So, ich brauche noch ein Kupfer eigentlich. Leck. Wie findest du GregTech? Ich liebe GregTech. GregTech ist einer der geilsten Mods meiner Meinung nach. So, dann. Du kennst mich, ich brauche einen Feind, ja. Meist ist er dann lustig, wenn er es nicht will. Ja, so in etwa. So, das schmelzen wir auch nochmal ein. Das kann ich nicht einschmelzen. Das kann ich nicht einschmelzen. Da. Da kriege ich Antimoi raus. Kann ich auch einschmelzen. So, ein Kupfer mehr. So. Ich glaube, das sollte noch schon reichen. Ich bin auch so lustig. Ab und zu mal, ja. das ist schön. Ich mache nämlich gerade ein Pack, das auf GregTech basiert und suche nach jemandem, der das mit mir dann spielt, wenn es fertig ist. Unter der Bedingung, dass ich da Zeit habe, ja. Also bei mir ist es halt ganz schlimm mit Uni und so weiter. Ich habe nicht immer Zeit. Aber wenn ich Zeit habe, kann ich es liebend gerne mit dir spielen. So, das kann ich eigentlich schon mal reinschmeißen. Das kann nämlich schon mal durchgeschmolzen werden. So, was haben wir hier? Ah, noch mehr Copper. So. Das ist schön. Und 7 Days kommt bald wieder ein Update. Grafisch sieht es echt nice aus. Können wir auch liebend gerne spielen? Ich habe aktuell Jennys Grafikkarte bei mir drinnen, das heißt, ich kann auch das flüssig streamen. Ist halt nur die Frage, ob Jenny mit meiner Grafikkarte das spielen kann und möchte. So, davon brauche ich erstmal 8 Stück. Ja. Hey!
Wir haben eine Bronze-Chest. Ich pack mal da unsere Werkzeuge rein. Bitte? Musstest du die machen? Ist eine Quest. Also, von daher. Ja, Zeit ist wertvoll. Ja, vor allem bei mir momentan, weil ich versuche, circa ein Drittel mehr in der Uni zu machen, als ich müsste. Damit ich wieder in regelschön Zeit komme, damit ich schneller fertig werde mit dem Studium. Auch wenn ich jetzt ein Semester eben mehr machen darf, aber davon mal abgesehen. Warum kommt der Minecrafter nicht weiter? Keine Ahnung. Ach, wenn ich mitspiele bestimmt. Ja, mal gucken. Also der Plan ist sowieso, dass ich mir nächsten Monat, ich glaube nächsten Monat, soll ich das Geld zusammen haben, eine neue Grafikkarte hole. Und dann kriegt Jenny ihre alte wieder. Also wahrscheinlich eine 2060 oder eine 17, 16, 30, 16, 60, 80, keine Ahnung, irgendwie so eine aus der 16.000er Reihe halt oder 1600er. So, T-5 Stunden bis zum Aufstehen. Blende nun mal den Chat aus und versuche mal beim Schauen einzunicken. Okay, würde mich freuen, wenn ich es schaffe, dass du dich so entspannst. Nee, ohne Scheiß. Hat unser eigentlich Prof wirklich gesagt, dass halt so eine langweiligen Vorträge auch was Gutes haben. Das ist bei ihm auch so. Man spürt da so eine grenzenlose Entspannung und die Augen werden schwer und der ganze Körper wird schwer und es ist eigentlich ganz gut, bis der Nachbar einen aber dann anstupst, wo man eingepennt ist und schnarcht. Und ohne Scheiß, der Prof hat dann wirklich gesagt, ja, also, wenn das bei Ihnen hier passiert, dann weiß ich wenigstens, dass mein Vortrag beruhigend ist. Also hat er auch was Gutes. Der Typ ist so genial, das ist einer der geilsten Professoren überhaupt. Oder auch ein anderes Zitat, wo einer unserer Professoren halt in Programmierung, also, das heißt, Programme entwickeln und so weiter, die Grundlagen davon, ist Windows abgestürzt. Meinte er nur so, ja, also hier sieht man mal ein Beispiel von einem Programm. Dieses Programm nennt sich Windows und es funktioniert auch manchmal. Die Profs, die haben teilweise so eine geilen Sprüche drauf. Dauert ja bestimmt noch, bis das rauskommt. Ja, also wir können auch gerne das jetzige Update nochmal spielen. Ich habe es ja noch immer nicht komplett durchgespielt. Weil es hat halt irgendwann bei mir nur noch geruckelt und alles und es ist denn halt nicht schön, wenn das so doll ruckelt. Ich weiß nicht, Tom, hast du 7 Days? Nee. Ich fülle ja echt deine Bibliothek demnächst auf. Also ich sag mal so, wenn ich Geld verdienen würde mit Twitch, also richtig Geld verdienen würde oder ähnliches, würde ich halt auch für Leute, die dann halt mit mir zocken, Spiele kaufen, davon abgesehen. Was ist ein 7 Day? Also, Zombie Survival. Er wird blockiert, ja, danke. Wer wird blockiert? Warum kommt der Minecrafter nicht weiter? Er wird blockiert. Oh, gut. Ich nutze immer die prozessorinterne Grafikkarte. Was? Tja. Welche prozessorinterne Grafikkarte? Was hast du für einen Prozessor? Also es... Sofern du keinen Quantencomputer hast, sondern einen von Neumann-Rechner, ist das faktisch nicht möglich. Freut mich, wenn ich so langweilig bin, dass du einschläfst. Ja, ganz genau. Hilfe? Ich laufe schon wieder dumm durch die Gegend. Es wird echt interessant dann wahrscheinlich zuzugucken, wenn ich das bei YouTube hochlade, wenn ich nur die ganze Zeit durch die Gegend laufe. So, er Grafikchip. Ja gut, du nutzt die GPU, also der Prozessor auf der Grafikkarte. Aber der Prozessor selber, der hat keinen Grafikchip oder irgendwas mit drin. Das Motherboard hat teilweise eine Onboard-Grafikkarte, ja. Falls du das meinst. Ich dachte, du kennst keine Witze. Ich habe die nur vorgelesen. Spiele mal Ark, kann ich nur empfehlen. Habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Lohnt sich nur, wenn man ein paar Leute hat, mit denen man das aktiv spielen kann. Alleine finde ich das viel zu langweilig. Ich habe auch bei 7 Days auch gar nicht viel Spielzeit. Nein.
Ich habe bei Anno oder Minecraft auch nicht viel Spielzeit. Ich bei Minecraft auch nicht so. Du doch nicht. Vielleicht so 10, 20 Stunden. Ja, am Tag. So. Ach, davon brauche ich ja 4 Stück. Och nö, ich habe mich verzählt. Das ist doof. Mach was, Tom. Ich brauche mehr Bronze. Also ich verballer gerade unsere ganzen Ressourcen, aber macht ja nichts, oder? Ich sehe es. Wir haben ja genug. Ja, dann ist ja gut. Ah, ich brauche noch 2 Bronze mehr. Ha, ich habe sogar noch 6 hier. Nein, war das der? Ja. Da, dann 2 von denen zu der. Und wir haben eine Bronze-Drum. Etwas, was wir definitiv brauchen. Ja. Hier. Mach irgendwas damit, damit das nicht ganz sinnlos war. Ich weiß was, ich brauche immer noch den Mortar. So, ist in der Kiste. Nee, die Prozessoren haben auch Grafikchips drin. Ich spiele mit dir auf der Xbox. Ich habe keine Xbox immer noch. Und ich selber spiele keine Konsole, das weißt du. Wenn meine Witze schlechter werden, bekomme ich bestimmt einen Timeout. Welche Prozessoren haben Grafikchips drauf? Also so wie mein Verständnis von Prozessoren ist, ist das nicht möglich. Die haben vielleicht extra Rechenwerke, die optimiert sind für Grafiken, falls du das meinst. Das kann vielleicht sein. Aber soweit ich weiß, wirklich ein Grafikchipsatz oder ähnliches hat eigentlich nur das Motherboard mit drauf. Also eine Onboard-Grafikkarte oder die Grafikkarte selber. Außer natürlich, ich habe jetzt irgendwie komplett in meinen 10 Jahren Erfahrung mit PCs gefühlt irgendwas verpasst. Was auch sein kann, davon abgesehen, ich bin nicht unbedingt auf der Hardware-Schiene zugange. So, was kann ich denn noch einschmelzen? Certus Quartz brauchen wir eigentlich noch nicht, Appetite auch nicht. War es das echt schon? Boah, mehr kann ich echt nicht einschmelzen. Dann schmelze ich noch ein bisschen Certus Quartz durch. Ich habe auch eine Xbox. Magst du mir dann Gamertag geben? Achso. Was kann ich jetzt mal machen? Ich laufe jetzt ja nur noch dumm durch die Gegend rum. Ja, ich auch. Ja, oder wollen wir langsam ausmachen? Weil wir haben jetzt 3,5 Stunden, wir haben es gleich 11:30. Ah, wobei, eigentlich will ich nicht. Ich habe gerade ein paar aktive Leute. Aber immerhin ist 7 Days nicht das Spiel mit den meisten Zeit. Wo hast du denn noch mehr? Glass can't be made by smelting sand in a furnace. You are going to need to melt it in a smeltery and cast it into clear glass. This glass is clear, but it also okay. Kannst du mir ein bisschen Gravel geben? Ja. Achso, ja, hier ist was drin. So, gucken wir mal. Was macht das so Schönes? Ich brauche noch einen Zinn mehr. Falls ich morgen ein Let's Play fülle, eine Freundschaft aufschreibe, bin ich das. Okay, Rainbow Six und Life is Foil. Okay, Life is Foil hast du auch. Oh nein, bitte nicht. Gut. Man kann die Sachen nicht einschmelzen. So, Ingot Cast. Ah gut, geht noch auf der alten Art. Wenigstens ein gutes. haben wir kein Clay mehr?
Mann. Du hast den Eimer, glaube ich, oder? Ach, ich kann noch den. Nee, ich kann den Clay Bucket nehmen. Ist in Ordnung. Ich brauche ja nur Wasser. So. Dann einmal hier einschmelzen. 8 Prozessorgrafik nennt sich das. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das wäre mir ehrlich gesagt wirklich neu, dass der Prozessor selber eine Grafik hat. Oh nein. Was haben wir in großen Mengen? Antimoy. Und 2 Gold. Was hast du so für Spiele? Bla, da bin ich um die 600. Ist ja gar nichts. Also davon einmal abgesehen, ich habe nach 2 Monaten Anno, glaube ich, knappe 300 Stunden drauf gehabt. Also, so viel zu dem Thema. Oh, ich bin echt wieder dumm am Rumlaufen die ganze Zeit nur noch. Das ist ja schlimm. Kann ich das Glas ausgießen? Ich sag mal so, ich will nicht wissen, wie viele tausende Stunden ich in Minecraft verbracht habe. Hä? Ich auch nicht, davon abgesehen. Wie kann ich denn Clear Glas gießen? Ich spiele ja nicht mehr. Ja, gut, aber trotzdem. Liquid Glas, ein Block. Hä? Warum? Button. Kannst du mal hier rechtsklick drauf? Der will irgendwie das Liquid Glas nicht ausgießen. Doch, jetzt. Hä? Aber ganz komisch. Nee. Ja. Jetzt hast du das Anzeige-Bug bei dir auch, oder? Ja, ich sehe es. Aber irgendwie nicht. Ja. Mal abbauen. Ist ja jetzt nichts drin. Hä? Anzeige-Bug, also. Hä? Keine Ahnung. Jetzt ist Zinn da ein bisschen drin. Ah, jetzt ist das Glas weg. Vielleicht war das gar nicht anders. Hey, jetzt ist es wieder drin. Okay. Ah, Dankeschön. Ja. Yeah. Jetzt brauchst du Gold. Ja. Kann ich ja nicht wissen, dass du das verschiebst. Wir haben nur ein Problem. Wir haben kein Gold. Doch, aber nur 7. Brauchen wir doch, oder? 9 brauchen wir für einen Block. Ach so, du hast. Wir hatten nur 4 noch. So, ja. Crush Granite. Geil. was ist für Xbox-Spiele? Bla. Ich hab dir eine gesendet für. Ja, gut. Ich glaube, wir machen aber auch langsam aus. Ja, komm, lass es langsam ausmachen. Macht jetzt sowieso gerade nicht so viel Sinn, noch irgendwas zu tun. Nee, weil ich merke auch, ich werde müde. Ja, ich auch. Deswegen. Gut, dann. Ja, dann. Ja, Konzentration im Keller, ganz genau. Dann beende ich schon mal die Aufnahme für YouTube. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich das cutte, ob ich es cutte, ob es vernünftig klappt oder nicht. Ich muss mal schauen. Ich hoffe ja, es klappt vernünftig. Ansonsten, ja, die Streams sind ja immer noch live, davon mal abgesehen. Könnt auch gerne live mit reingucken. Ich weiß auch nicht, wie interessant das jetzt ist, das anzugucken. Werden wir dann irgendwann mal sehen. Nee, etc. noch nicht. Also ich beende jetzt nur die Aufnahme. So, kennst du schon den? Gott, ich kann Welten erschaffen. Notch. Ich auch. Gott, ich kann Lebewesen erschaffen. Notch, ich auch. Gott, ich kann runde Dinge erschaffen. Notch left the game, ja. Streams sind live, ja. Also, ich würde mich halt freuen, wenn ein paar, die das jetzt bei YouTube sehen, vielleicht die nächste Zeit dann auch mal vorbeikommen im Stream. Wie gesagt, direkte Kommunikation macht mir halt viel mehr Laune. Aber wie gesagt, ich bin jetzt mal die Aufnahme. Dann, ja, sehen wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Stream.